und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum ersten Rückrundenspieltag in der Lotto Hessenliga. Ja, richtig gehört, Rückrunde. Genauer genommen Rückspiel, Spieltag. Alle Duelle des ersten Spieltags werden bereits heute wiederholt. Willkommen zur Torshow. Wir starten rein mit Schlusslicht Viktoria Griesheim, die den VfB Ginsheim empfangen. Und es sollte ein kurioses Spiel werden. 26. Minute, der SC zu passiv in dieser Situation. Masaki Murata von außerhalb. Keiner kommt ran. 1:0 für die Gäste. Und danach wird es abgedreht. Schauen Sie mal, Mirko Demeter meckert mit den eigenen Mitspielern und zieht dafür gelb. Nur doof, dass es schon seine zweite gelbe ist. Platzverweis also nach 39 Minuten. Schwer zu verdauen, denkste, Griesheim wird darauf stärker. Kurz vor dem Pausenpfiff hat es Ali Kasimi auf dem Fuß und er macht das abgezockt. Der Ausgleich in der 45. Kasimi steuert seinen zweiten Saisontreffer bei. Kurz nach Wiederanpfiff, Griesheim sucht sein Glück in Standards und langen Bällen wie dieser Abschlag. Setzt einmal auf und dann ist es die Rübe von Pascal Storck. Lukas Langenstein, der VfB-Keeper, verschätzt sich da und ermöglicht den Zwiebelstädtern die Führung. Eine Zeigerumdrehung später, das Kuriositätenkabinett hat wieder geöffnet. Elfmeter, Johannes Tatschurp mit dem Rempler im 16er. Alles korrekt, Jörg Finger vom Punkt, verlädt den Torwart und stellt alles wieder auf Null am Hegelsberg. In der 59. Spielminute bekommt Viktoria die erneute Chance zur Führung per direktem Freistoß. Der Ball ruht nur Zentimeter vor der 16-Meter-Markierung und kurz darauf zappelt er im Netz. Doppelpack für Pascal Storck und werfen Sie einen Blick auf diese Emotionen. Unglaublich, was hier passiert. Aber dieses Spiel gleicht für Griesheim einer Achterbahnfahrt. Es geht erst rauf, nun geht es wieder runter. Felix Koop erlaubt sich einen krassen Patzer, den Nils Fischer zu bestrafen weiß. 3:3. Und noch ist das nicht das Ende dieses Dramas in 7 Akten. Denn Johannes Tatschurp hat heute den schwarzen Peter gezogen, verursacht nicht nur den Elfmeter zum 2:2, sondern trifft in der 69. Spielminute auch noch ins eigene Tor. Boing, Kopf trifft Pfosten, Ginsheim fährt 3 Punkte ein, Griesheim geht weiter leer aus. Unglaublich. Im Fuldaer Umland heißt es mal wieder Derbyzeit. Vor rund einem Monat musste sich der Hünfelder SV Flieden mit 0:2 geschlagen geben. Und auch heute scheint die Buchonia zwingender zu sein. Denn im zweiten Abschnitt gelingt ihnen der Führungstreffer durch Andreas Drews. Das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt sehr chancenarm. Die Hünfelder Offensive fand zu großen Teilen gar nicht statt. Doch auch der Treffer verändert nicht viel. Flieden hat zwar die Spielkontrolle, macht aber zu wenig draus. So dauert es bis zur 88. bis Drews zum Doppelpack einschieben darf. 2:0 endet also auch das Rückspiel. Das Stadion Johannisau ist zurück. Gefüllt mit rund 1000 Zuschauern erlebt es das erste Heimspiel der Barockstadt gegen den KSV Baunatal, die hier nach 13 Minuten einen Blitzstart hinlegen. Nico Schrader bringt die Gäste per Kopf in Führung. Und das war's noch nicht. Anstoß Fulda, der schnelle Ballverlust und ab geht es in die andere Richtung. Gegen den langen Ball wird nicht konsequent verteidigt und der KSV bestraft das dann auch. Manuel Pfor erhöht zum 2:0. Die Nordhessen kommen immer besser rein in diese Saison, haben die SGB am Abgrund. Bei denen man einfach nicht das Gefühl losbekommt, dass da im Verein noch etwas nicht passt. Da ist Sand im Getriebe und da ändert auch der Anschluss durch Broschke nichts. Es bleibt dabei, Baunatal gewinnt in Fulda und klettert auf Rang 4. Unser nächstes Spiel führt uns nach Kassel. Der Titelaspirant lädt zu seinem ersten Heimspiel der Saison. Der FSC Lohfelden ist diesem Ruf gefolgt und bietet Kassel lange die Stirn, bis in der 65. Spielminute ein Pfiff zu hören ist. Den Strafstoß übernimmt Ingmar Merle und trifft auf dem neuen Rollrasen zum ersten Heimsieg der Runde für Kassel. Endstand 1:0. Vergangenes Wochenende gelang Rot-Weiß Hadamar der erste Punktgewinn der Saison.
Nun soll die nach oben zeigende Form bestätigt werden gegen den Favoriten aus Alzenau. Und das sieht lange Zeit auch echt gut aus, bis in der 76. Kubilay Setin etwas glücklich trifft. Hadamar im Schock, war das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt doch ausgeglichen. Doch hier ist noch nicht aller Tage Abend. Alzenau sieht in der 84. Minute rot in Person von Danilo Milosevic. Und die Fürstenstädter haben ja noch diesen Goalgetter. Wie hieß der noch gleich? Ach ja, Jan Bangert, was ein Geschoss. Der nächste tolle Treffer von Hadamars Nummer 21. Alles wieder offen für die letzten 5 Minuten also. 90+2. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Geben die Bayern beim Tabellenvorletzten tatsächlich 2 Punkte ab? Nein. Trotz Unterzahl nutzt Topscorer Hedon Selişta die letzte Chance des Spiels und beschert Alzenau auch im 6. Saisonspiel die 3 Punkte. Schade für ein heute wirklich gutes Hadamar. Wetterauer Derby, die zweite Bad Vilbel gegen Friedberg heißt unser nächstes Duell. Und wir erinnern uns, im Hinspiel hatte Grün-Weiß die Nase mit 3:0 vorne. Und auch heute sind sie es, die hier zuerst treffen. Christian Bejic, der Killer, macht sein nächstes Tor, ist in bestechlicher Form und lässt Krbovic im TGF-Kasten da kaum eine Chance. Kurz nach Wiederanpfiff zeigt sich dann aber TGF und die haben auch einen Topscorer. 3-mal hat er bereits getroffen und auch hier ist er für Friedberg zur Stelle. Younes Basu ist sein Name, hat sich hier hoffentlich nichts getan. Ist er für Türkgücü in seiner aktuellen Form unersetzlich. Doch auch schon in den letzten Wochen reichte ein Tor für die Gäste nicht zum Punkten. Und auch heute, Bad Vilbel wird da im offensiven Spiel zu wenig in Bedrängnis gebracht, was eine klasse Truppe wie die von Amir Mustafić natürlich ausnutzt. Der eingewechselte Lukas Knell macht sein erstes Saisontor und entscheidet das Spiel. Bad Vilbel schlägt Friedberg mit 2:1. Neu-Isenburg gegen Edersheim heißt unsere nächste Partie. Ein Spiel, das bereits am ersten Spieltag polarisierte. Da kamen ja die Aufsteiger nach Rückstand spektakulär zurück und entschieden das Spiel für sich. Und auch heute geht es hier grandios los für den FCE. Leonardo Bianco bringt seine Farben kurz vor der Halbzeit in Front. Die Spielvereinigung hatte im ersten Abschnitt massig Chancen. Hätten 2-3 Tore machen können und das bleibt auch nach der Pause so. Neu-Isenburg vergibt die Dinger und Edersheim macht sie. Kein Abseits. Christopher Krause steht hinter dem Ball und darf nun endlich seinen ersten Treffer für den neuen Arbeitgeber feiern. Kam ja zur neuen Runde aus Alzenau zur Truppe von Ruven Leopold. In der 76. gab es dann auch noch einen Elfmeter. Lazar Kazarevic kommt da zu spät. Eine eindeutige Entscheidung, gab auch Gelb. Ivan Rebic macht ihn rein, 3:0 für Edersheim. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Da kommt nach einem Elfmeter sogar der Torwart mit nach vorne. Zeugt von einer homogenen Einheit. 2 Minuten Verschluss gelingt den Hausherren dann noch der Anschlusstreffer. Doch viel zu spät und viel zu wenig. Der FC Edersheim bleibt weiter stark. Neu-Isenburg richtet mit 4 Punkten auf dem Konto weiter den Blick nach unten. Unser letztes Spiel führt uns diese Woche nach Waldgirmis, die es mit dem FC Gießen zu tun bekommen, die hier bereits nach 8 Minuten in Führung gehen. Cem Kara mit seinem 6. Streich der aktuellen Spielzeit. In der 24. gelingt den Hausherren zwar der Anschlusstreffer durch Jafar Azizi, doch gleicht dieser eher einem metaphorischen Stock, der soeben in ein dickes Bienennest gestochen wurde. Danach Gießen sehr dominant und eiskalt vor der Hütte. Markus Müller chippt den Ball frech über Fabian Krutzer. Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Und das geht hier direkt so weiter. Kurz nach dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit ist es gleich nochmal Markus Müller, der trifft. Doppelpack. Müller ja ein Mann mit viel Erfahrung, spielte bereits für Babelsberg in der 3. Liga. In den Schlussminuten der Partie gelingen dem FC dann noch 2 weitere Treffer. Zunächst ist es Tim Korzuschek, der da toll in den 16er einläuft und verwertet. In der 90. macht dann Cem Kara das 5:1, schaut sich da den Keeper aus
und befördert das Spielgerät nach rechts unten. Der FC Gießen übernimmt also erneut die Tabellenführung. Mit diesem Torfestival geht es rein in die Spieltagsübersicht. Gießen und Alzenau gewinnen, Hadamar und Griesheim müssen sich knapp geschlagen geben. In der Tabelle ist Gießen wieder on top, Aufsteiger Bad Vilbel nun schon bei 9 Punkten. Unten wird es langsam ungemütlich, außerdem begrüßen wir die Barockstadt neu auf der 10. Bei den Torjägern schließt Cem Kara mit Hedon Zelišta gleich, beide nun mit 7 Treffern. Das war's von dieser Woche, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns selbe Stelle, selbe Welle zur nächsten Torschau wieder. Bis dahin, machen Sie's gut!